Hey Freunde, herzlich willkommen zurück zu City Skylines. So. Wow. Bisschen laggy gerade. Oh man, ich kann den zweiten Teil schon gar nicht mehr erwarten. Ich habe erst vor kurzem gesehen, wie der Straßenbau dort funktioniert oder welche Möglichkeiten man da hat. Und das ist gleich mal um einiges besser, um halt solche Dinge schön zu machen und nicht so. Also deutlich mehr Möglichkeiten für solche Dinge. No. Okay. No. Absolutely not. Fahrt auf die richtige Spur. Hier ist kein Spurwechsel drin. Fahrt gleich richtig. Die meisten wollen hier natürlich links abbiegen. So, was könnte man hier machen? Das funktioniert ja nach wie vor nicht. Die wollen alle hier abbiegen. Angeblich wollen hier viele auch auf andere Spuren. Ich sehe es nur nicht. Alle wollen hier einfach abbiegen. Und der Hauptverkehr will wohl hierher. Leute, das geht einfach nicht. Warum fahrt ihr diesen langen Weg? Wenn ihr schon hier auf der Autobahn seid, fahrt doch gleich hier rum. Das ist doch deutlich schneller. Okay, vielleicht auch nicht. Shit. Was können wir da machen? Wie können die Leute von hier schnell hier hin? Ja, dann, warum zieht sie dann hierher? Mann. War ein bisschen laut irgendwie. Könnten die Autobahn hierher bringen. Das sind eh nur Gewerbegebiete. Eine Frage, wo machen wir die Abfahrt dafür wieder? Ich meine, 100.000 Abfahrten überall. Mal sehen, was ist, wenn wir hier einen Tunnel machen. Wie gesagt, einschalten, danke. Was ist, wenn wir hier rübergehen? Nach unten. So, jetzt machen wir sie nicht mehr. Wieder nach oben kommen. So. Was ist, wenn wir das so machen? Nein. Das will ich haben. Danke. Ihr biegt's hier ab. Und fahrt's natürlich geradeaus. Genauso nicht wollt, egal. Mein Gott, das laggt teilweise so extrem. Schon viel los hier. So.
Das muss weg. Okay, ich bin gerade verwirrt. Warte mal, du gehst hier hin. So, so könnte das. Schaut fürchterlich aus, leider. Aber jetzt, so, jetzt haben wir es. So, also wenn ihr da rüber wollt, dann fahrt es doch bitte hier ab. Und es macht genau niemand momentan. Niemand fährt hier ab. Nicht ein einziger. Und was ist denn das hier? Nee, Leute, nee, sicher nicht. Und das hier ist auch nicht korrekt. jetzt kommen die dann auch weiter endlich. Jetzt können sie diese Abfahrt dann auch benutzen. Mal sehen, ob sie es tun. Oh ja, es wird mehr, es wird mehr. Die Leute checken es. Die Leute checken es, dass sie hier rüber müssen. Aber es gibt immer noch viel Schwerverkehr, der hier umdreht. Warum? Wenn die hier sind, heißt das, sie kommen von hier. Sie könnten aber hier Spur wechseln. Allerdings müssen sie dann geradeaus fahren. Und dann können sie auch nur abbiegen. Ja, ich verstehe das Problem schon ein bisschen. Aber sie könnten ja auch hierher fahren. Sie könnten ja auch einfach hier raufkommen. Und müssten dafür... Okay, das geht nur für die, die was auch von... hier vom Tunnel kommen. Ja, das passt ja alle, die von hier kommen halt, ne? Der Schwerverkehr, der hier abbiegen möchte. Und schon wieder fährt keiner mehr hier hin. Komischerweise. Ah doch, okay. Man sieht noch nicht alles. Es gibt leider kaum jemanden hier. Hier rüber. Aber von wo kommen die? Wenn sie von hier kommen, haben sie hier... Okay, hier haben sie alle Möglichkeiten zum Spurwechseln, theoretisch. Die wir ihnen da auch zugestehen werden. Spurwechsel muss im zweiten Teil halt auch um jeden Preis besser werden. Dass da nicht so ein Chaos immer entsteht. Es fahren sehr viele hier ab. Wenn sie hier abfahren, dann haben sie auch die Möglichkeit, hierher zu fahren. Um hier abzubiegen. Und sie können dann auf diese beiden Spuren... Na, ich glaube, ich sehe schon ein bisschen das Problem. Ich glaube, ich sehe ein bisschen das Problem gerade. Wenn die hier rein wollen, haben sie nicht unbedingt die Möglichkeit zum Spurwechseln großartig. Okay, wir probieren was aus. Können sie hier von zwei Spuren aus abbiegen. Das könnte jetzt hier den Verkehrsfluss erhöhen, weil sie jetzt auch hier hinein können, wenn sie unbedingt hier hinein wollen. Verstehe nicht ganz, warum man das wollen sollte, aber bitte. Be my guest. Die Autobahn hier verwendet auch fast niemand, also mal schauen. Kaum Verkehr hier. Interessiert auch niemanden.
Gegensatz zu dieser Straße hier, wo es richtig zugeht. 270 LKWs. Alter. Und alle fahren sich hier ab. Es gibt so gut wie niemanden, der hier geradeaus weiter will. Aber das ist okay. Und das passt hier nicht. Das passt noch immer nicht. So. Besser geht's nicht. Der Stau ist nach wie vor da. Aber viele nehmen jetzt hier die Abfahrt. Jetzt ist die Frage, die hier noch stehen, wo wollen die hin? Okay, die fahren hier ran. Okay, alles klar. Sollen wir rechts an? Er fährt hier hin. Ja, gut, okay. Die fahren alle irgendwo scheinbar eher diese Gebiete hier an. Das passt. Und von hier kommt ja auch einiges. Okay, einiges ist ein bisschen übertrieben, aber es kommen Fahrzeuge. Die Abfahrt hier wird benutzt. Der Stau hier besteht aber immer noch. Es ist einfach too much. Es ist einfach too much. Oh, wir können unseren Zoo weiter ausbauen. Oh, und Anarchie sollten wir ausschalten wieder. Die haben wieder selber einen Weg. Das heißt, wir werden das hier entfernen mal. Sind die Scheiße schon wieder? Schön. Dann ebenso. Sehr merkwürdig, aber bitte, soll so sein. Was haben wir noch? Den Affenpalast. Also, oder auch das Parlament genannt. Ah ja, und was im zweiten Teil auch kommen soll, ist, dass die Straßen Strom und Wasser und Abwasser gleich automatisch dabei haben, so wie man es halt eigentlich gescheit machen würde, damit man sich diese, einfach das hier sparen kann, weil es einfach unnötig ist. Es bringt einfach nichts. Was sagt die Lautstärke hier? Es ist hier gar nicht mal so laut. Okay, dann machen wir hier Wohngebiete auch hin. So, man sieht die Gleise leider nicht so gut momentan. Ah ja.
Und noch mehr Leute. Mal sehen, kriegen wir den vielleicht gleich hier rüber? Gehen. Okay, ja, das ist eigentlich genau was in Netboid, aber danke. Leute, das ist Fußgängerweg. Ah, erlaube alle Fahrzeuge, okay. So können wir es auch machen, verbiete alle Fahrzeuge. Das war ein bisschen schneller. Okay, okay. Lautstärkenmäßig, ja, könnte ein bisschen schwierig manchmal sein mit dem Bahnhof, aber prinzipiell sollte es machbar sein. Junge, was haben wir denn hier für einen Stau auf einmal? Scheiße. Wo kommt denn ihr alle her? Und warum staut es hier so extrem? Weil die hier so langsam fahren. Warum genau fahrt sie hier so langsam? Check ich jetzt nicht so ganz, ehrlich gesagt. Warum sind die hier so lahm? Okay, ich gebe mal euch hier den Vorrang. Die bremsen hier immer ab. Warum bremsen die hier immer ab? Was ist denn die Kreuzung? Hopp. So, okay, das erhöht jetzt zumindest den Verkehrsfluss, auch wenn es nicht optimal ist. Eigentlich sollen sie nicht in die Kreuzung einfahren, wenn sie es nicht überqueren können. Achso, war hier wegen dieser Kreuzung hier wahrscheinlich. Toll, egal. Deswegen, weil hier einer ist und der dann da nicht reinfahren kann und der hier kurz auch immer schauen muss. So, da habt ihr auch hier Vorrang. Okay. Oh, hier ist natürlich wegen dem Zug, wegen der Bahn. Wir brauchen hier eine andere Straße dann. Auch das wird dann hoffentlich im nächsten Teil besser, damit sowas hier schöner wird. Beziehungsweise habe ich schon gesehen, es soll solche Dinge verbessern. So, jetzt ist den Leuten hier natürlich ein bisschen zu laut langsam mit dem ganzen Verkehr. Hallo. Ihr habt Vorrang, ihr müsst warten. Bessere Idee, vielleicht. Ihr fahrt hier hin und ihr fahrt hier hin, ihr fahrt eh nur dahin. Huh.
Gut, Freunde, aber das war es auch wieder für diesen Part. Ich bedanke mich wieder fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Ciao.